Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterschleißheim in 60 Sekunden. Das Thema Energieeinsparen ist ja gerade brandaktuell. Heute schauen wir einmal, was ein Privathaushalt dazu beitragen kann. Ein Herd findet sich in jedem Haushalt. Wichtig ist nicht nur, die richtige Herdplatte zu verwenden, sondern auch den richtigen Deckel zu finden. Der Kühlschrank ist die Schatzkammer einer jeden Küche, auch wenn es schwerfällt. Am besten erst überlegen, was man sucht und dann aufmachen. Richtig sparen kann man mit der Reduzierung des Warmwassers. Vor allem beim Händewaschen reicht kaltes Wasser oftmals aus. Ganz leicht sparen können Sie, wenn Sie bei elektrischen Geräten auf den Standby-Modus verzichten. Nehmen Sie Geräte wie Ihren Fernseher nach der Benutzung vom Netz. Ideal sind Steckerleisten, die einen einfachen Ein-Ausschalter haben. Und wer kennt das nicht? Hast du nicht was vergessen? Enormes Sparpotenzial bringt auch die richtige Beleuchtung. Achten Sie darauf, sparsame Leuchtmittel wie LEDs zu verwenden. Der Austausch lohnt sich schnell durch die gesparten Stromkosten. Oder Sie machen das Licht aus und es sich einfach auf dem Sofa gemütlich. Handschuhe und Mützen müssen zwar Gott sei Dank nicht sein, aber auch im Rathaus müssen die Heizungen nicht auf volle Kraft laufen.